Ja, wunderbar. Dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem ersten deutschen Webinar. Das Thema unseres heutigen Webinars ist der Echo Analyzer. Den haben wir vor 2 Wochen gelauncht und der ist ab sofort in der Echo Connect Subscription kostenlos mit enthalten. Was der Echo Analyzer so alles kann, das zeigt uns gleich der Timo. Das Webinar wird ungefähr 45 Minuten dauern und 15 Minuten sind reserviert für Fragen. Alle Teilnehmer sind auf Mute und Fragen stellt ihr bitte in der F&A. Wunderbar. Dann mache ich mal weiter. Kurze Vorstellung noch, wer heute dabei ist. Wir fangen mal kurz ganz rechts an. Der Mikko kommt aus Helsinki dazu. Spricht Englisch, ist nachher für den Q&A-Part dann noch da, falls da weitergehende Fragen sind. Er kümmert sich, wie gesagt, um die Produktpflege oder Product Marketing. Dann haben wir den Christian mit im Call. Er hat gerade mit der kurzen Introduction angefangen, ist mein Sales-Kollege. Das heißt, er kümmert sich um den Bereich Dach Nordics im Vertrieb und ich selber, Timo Sass, kümmere mich um den technischen Vertrieb. Das heißt, wenn es dann um die technischen Details geht oder die Präsentation, dafür bin ich dann zuständig. Fangen wir an mit einer kurzen Story. Wir haben das Ganze angefangen zu zeigen, eigentlich auf der Cisco Live im Februar, noch vor dem offiziellen Launch. Da hatte der Ansi eine kleine Präsentation vor in etwa 500 Teilnehmern, ging es ums Thema WLAN, Bad Wi-Fi. Da hat er angefangen mit einer Frage an die Teilnehmer, wie viel Prozent sie schätzen würden, was sie so an schlechten WLAN gesehen haben oder täglich sehen. Und die Antwort im Mittel lag so bei in etwa 30%. Da hat er mal in den Cisco-Statistiken geguckt, da sprechen wir von ungefähr 500 Millionen installierten WLAN-Umgebungen. Was bedeutet anhand dieser kleinen Umfrage, dass in etwa 150 WLAN-Umgebungen da draußen schlecht sind oder Probleme aufweisen. Die nächste Frage, die er dann mal in die Runde gestellt hat, da ging es dann um das Thema, wie viele von den Teilnehmern fühlen sich eigentlich komfortabel, diese Probleme anzugehen, zu analysieren, zu validieren. Und da war das Feedback so in etwa 20-25%. Was natürlich eine relativ überschaubare Zahl ist, gerade bei einer Cisco-Veranstaltung, wo es ja doch um technische Thematiken geht und Techniker da sind. Und genau da setzen wir heute im Endeffekt an mit dem Thema Analyzer. Einmal vorweg ein kleines Status-Update, um alle einmal auf denselben Stand zu bringen, wo wir überhaupt heute stehen. Wir haben Connect gelauncht im April 2019. Connect ist im Endeffekt für uns der Überbegriff für alle unsere Applikationen und alles, was in der Zukunft eigentlich kommen soll. Wir haben die Echo Pro, die gibt es seit 2002, 2003. Da geht es im Endeffekt darum, das war unser erstes Tool, wir konnten alles damit machen. Dann sind wir hier unten so in dem Bereich, Notebook mit USB-Dongles tragen. Das war der Anfang. Wir können mittlerweile über 4000 Access Points und Antennen simulieren und haben alleine 2019 um die 150 neue APs dazugebracht. Connect hat dann dazu gebracht das Thema Cloud. Das heißt, da geht es darum, um die Zusammenarbeit mit Teams, aber auch mit dem Hersteller, mit externen Dienstleistern oder als Dienstleister zusammen mit dem Kunden. Survey ist dann das nächste Teil von dem Part Connect. Das ist unsere iPhone- und iPad-Applikation zum Sammeln der Daten. Da geht es halt tatsächlich darum, wie kann ich möglichst schnell und akkurat die ganzen Daten einsammeln, wo ich früher noch mit einem Notebook rumgelaufen bin, laufe ich heute eigentlich mit einem iPhone und iPad rum und mit dem sogenannten Autopilot kann ich die Daten dann sehr schnell sammeln, weil ich einfach deutlich weniger klicken muss. Ziel, alles wird mobiler. So haben wir jetzt halt das nächste Produkt, den Analyzer, gelauncht. Das ist das, was wir uns heute angucken wollen. Auch hier, wie beim Survey bei der Cloud, ist im Connect enthalten. Das heißt, wenn ihr heute schon ein Connect habt, dann ist der Analyzer sofort verfügbar. Ihr könnt im App Store gehen, könnt nach Echo Analyzer suchen und könnt euch den Analyzer entsprechend installieren auf einem iPhone oder iPad.
Wie ermöglichen wir das Ganze? Wir haben 2017 unseren Sidekick gelauncht. Das ist unser professionelles WLAN-Messgerät. Das heißt, es ist ein Gerät, was ausgelegt ist, um WLAN zu messen. Es beinhaltet zum Beispiel 7 Antennen, 2 Funkkarten und einen sehr schnellen und hochauflösenden Spektrumanalyzer, der es uns ermöglicht, paralleles 2,4 und 5 Gigahertz Spektrum zu messen. Und das Ganze in einem kleinen, kompakten Gerät. Ich habe hier auch so ein Gerät, relativ überschaubar, hat einen Akku enthalten, hält 8 Stunden, kommt sehr gut an auf den Markt. Und der Vorteil dabei ist, dadurch, dass es unser eigenes Gerät ist, wir können es halt mit unterschiedlichen Geräten verbinden. Das heißt, der Anfang war ähnlich damals auf einem Windows-Gerät mit den USB-Karten, mit dem Gerät heute, mit dem Sidekick konnten wir dann mit dem MacBook arbeiten. Dann haben wir das iPad gelauncht zusätzlich als Endgerät und sind heute dabei, dass wir auch mit einem Smartphone in Form von einem iPhone arbeiten können. Und der wichtigste Punkt ist im Endeffekt der letzte Punkt. Dieses Gerät ist halt akkurat oder Konsistenz von der Signalstärke, die wir anzeigen, auch über mehrere Produktionen hin. Das heißt, wenn ich heute mit einem Sidekick messe und morgen mit einem anderen Sidekick messe, dann sind die Ergebnisse vergleichbar, anders als bei den USB-Karten, die zum Teil noch im Einsatz sind. Jetzt aber zum eigentlichen Thema zurück, EKH-Analyzer. Wir sind den Weg gegangen, alles, was wir bis vor kurzem gemacht haben, basierte immer auf einer Karte, auf einem Grundriss, wo befinden wir uns und was passiert genau dort. Und dann könnten wir es nachträglich sehr genau analysieren oder auch vor Ort analysieren. Das, was wir jetzt ermöglichen, ist, dass wir diese Information im Endeffekt direkt sehen und analysieren können. Bedeutet, wir schalten die Applikation ein und die Applikation selber startet sofort mit dem Sammeln von Daten und mit der Auswertung. Wir brauchen keinen Laptop mehr, sodass wir einfach deutlich mobiler sind. Wir können unseren Sidekick mit dem iPhone oder iPad verbinden und direkt loslegen, Daten zu validieren. Bis runter zum Spektrum selbstverständlich. Wie sieht das Ganze aus? Rechts sehen wir den Screenshot von der Applikation. Wir sehen sie gleich auch nochmal live beziehungsweise in einem Video. Es geht darum, wirklich den mobilen Faktor und einfach die Downtime zu minimalisieren. Wir führen direkt nach dem Starten unterschiedlichste Testszenarien im Hintergrund durch und geben dem Endanwender sofort einen Überblick, funktioniert das WLAN oder funktioniert das WLAN nicht. Dafür haben wir halt mehrere Parameter, die wir sofort anzeigen, Signalstärke, zweite Signalstärke, SNA, also Signalrauschabstand, die Channel Quality, Connectivity und zu guter Letzt können wir auch ins Spektrum direkt reingucken. Ziel bei dem Ganzen ist eigentlich, folge dem Roten, um den Fehler zu finden. Worauf basieren diese ganzen Daten, die wir anzeigen? Sie basieren auf dem Requirement Profile. Das heißt, ganz unten sieht man noch den Button Requirement Profile. Dort haben wir die Profile hinterlegt, die wir aus dem EKH Pro vom PC eigentlich schon kennen, beziehungsweise zukünftig auch selber dann definieren können. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir uns das mal live angucken? Starten wir mal das Video. Das ist der Hauptbildschirm. Wir sehen sehr schnell, wie sich die Daten aktualisieren, die Signalstärke wandert. Wir können den SNR sehen, der relativ groß ist und auch die Connectivity ist grün angezeigt. Die Werte sind alle gut. Wo es schlecht wird, ist die Channel Quality. Dort haben wir einen roten Wert. Das heißt, wir können sofort sehen, an dem WLAN ist etwas nicht funktionsfähig oder da liegt ein Problem vor, was die Qualität beeinflusst. Ziel ist es, wie gesagt, immer dem Roten zu folgen. Das heißt, wenn das Video noch einen Ticken weiterläuft, gehen wir gleich mal in die Channel Quality rein und gucken uns an, wo der Fehler liegen kann, beziehungsweise sehen ja auch schon, dass die Connectivity selber immer mal einen roten Zustand anzeigt. So, springen wir in die Channel Quality rein. Hier sehen wir sofort rote und grüne Werte. Das
spiegelt uns direkt auf den ersten Blick wieder, was ist eigentlich gut und was ist schlecht. Wir haben eine Utilization von um die 10-11%. Das ist gut. Der neues Level mit minus 90, minus 86 ist auch noch okay. Aber wir haben 16 Access Points auf einem Kanal, die insgesamt 23 SSIDs ausstrahlen, was natürlich kein gutes Ergebnis ist für ein qualitatives Netzwerk. Und wir gucken uns jetzt gerade den verbundenen Kanal an. Das heißt, das iPhone in dem Fall liefert uns die Information zurück, mit welchem AP, mit welcher SSID sind wir verbunden. Und darüber können wir natürlich auch sehen, welchen Kanal nutzen wir aktuell. Und diese Daten zeigen wir dann im Hauptfokus an. Wenn wir ein bisschen weiterspringen gleich, gehen wir mal auf den Part Connectivity zurück. Bei der Connectivity sehen wir im Endeffekt das Roaming. Das heißt, wir können sehen, bei welchem Access Point sind wir oder mit welchem Access Point sind wir gerade verbunden. Wie ist der RSSI und wie läuft der Ping auf diesem Gerät gerade durch? Wir sehen da unten die Roaming History zusätzlich. Wo waren wir vorher verbunden? Und wir können mögliche Roaming Candidates sehen, sprich Access Points, auf die wir zukünftig wechseln könnten. In diesem Video ist der Kollege jetzt mal ein bisschen durchs Büro gegangen, hat gehofft, dass er sich mit einem neuen Access Point verbinden kann und dieser neue Access Point ein besseres Signal liefert oder ein besseres Ergebnis liefert. Gefühlt ist es bei dem Test für den Kollegen auch besser geworden. Wenn wir gleich mal wieder zurückspringen von den Daten, sehen wir aber im Endeffekt das Ergebnis von dem Video. Der Ping, der läuft relativ gut durch. Der RSSI-Wert ist gut, die Utilization ist noch überschaubar, aber die Channel-Quality selber ist weiterhin schlecht. Er ist jetzt mal ins Spektrum gegangen und im Spektrum sehen wir, grün ist gut, gelb ist, ja, ist okay, wird schon gut genutzt, rot ist schlecht und schwarz ist eigentlich, da geht gar nichts mehr. Das heißt, hier sehen wir im Spektrum selber eine Störquelle, die uns im Endeffekt das WLAN, wenn wir es hier sehen, in dem Bereich 2, 5, 6, 7, ja, also in dem unteren Bereich haben wir massive Probleme im WLAN selber. Und dasselbe sehen wir auch in der Channel Quality jetzt von Kanal 2 bis Kanal 9. Kanal 10 bis 13 waren eine WLAN-Übertragung, das hat man eben noch sehen können. Ist das Frequenzband selber komplett zu? Wir haben eine Utilization, wenn wir ein bisschen zurückspringen, nochmal von 100%. Wenn wir nochmal ins Spektrum zurückspringen, sehen wir diese Utilization auch entsprechend im Spektrum selber. Und wir sehen hier gleich auch in dem hinteren Frequenzband, dass es sich da um eine Datenübertragung handelt. Das erkennt man halt relativ gut, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat an dem Spektrum, was sich hier aufgebaut hat. All diese Informationen können wir direkt auf dem Smartphone ablesen und verwenden dafür aber ein qualifiziertes Endgerät selber zu messen, was wir mit dem Smartphone verbinden. Springen wir noch mal ein bisschen weiter auf die Screenshots selber. Was können wir sehen in den einzelnen Bereichen? Wir hatten ganz oben die Signalstärke. Und bei der Signalstärke geht es darum, welche SSIDs können wir sehen, auf welchem Kanal, wie ist der RSSI-Wert, das heißt die Signalstärke, mit dem mein Endgerät das Ganze empfängt und der Noise-Level. Daraus basiert dann der SNR, der Signal-to-Noise, und das ist unsere nächste Anzeige, die wir dann darunter haben. Das heißt, wir gucken uns den Signal-Rauschabstand an. Unterschied zwischen Signalstärke und dem Hintergrundrauschen. Es ist das Signal sehr stark, aber ich habe auch ein starkes Hintergrundrauschen, bringt mir das beste Signal am Ende des Tages nichts. Wir können im ersten Schritt kriegen wir eine Übersicht über das komplette Band. Wir können uns das dann für 2,45 GHz angucken. Wir können aber auch jede SSID bzw. die Kanäle einzeln auswählen und uns die Historie angucken. Das sehen wir dann auf dem rechten Bildschirm. Das heißt, da sind wir dann nochmal weiter eingestiegen in das Tool selber, dass wir dann wirklich gesagt haben, jetzt zeig mir doch mal diese SSID oder diesen Access Point an. Wie verhält sich denn die Signalstärke basierend auf der Historie selber? Also dasselbe können wir natürlich dann auch nehmen, um nicht autorisierte Access Points zu finden, beziehungsweise klassische SSID, HP Direct, so dass wir diese Access Points selber auswählen können und basierend auf der Signalstärke können wir dann voranschreiten und können gucken, von wo kommt dieses Gerät eigentlich.
Optimize Channel Quality, geht es im Endeffekt dann darum, der Part Channel Quality selber als Reiter für mich eigentlich mit einer von den zwei interessantesten Screenshots, weil wir da wirklich sofort sehen, wie ist eigentlich die Auslastung in meinem WLAN auf dem Kanal, auf dem ich gerade verbunden bin und auch auf allen anderen Kanälen. Wieder die Daten, die wir dafür verwenden, kommen aus dem Sidekick, das heißt aus einem professionellen WLAN-Messgerät mit einem sehr schnellen Spektrum-Analyzer. Und so sieht man das auch, wenn man die Software sich mal aus dem App Store installiert, den Sidekick verbindet, wie schnell wir die Utilization zum Beispiel anpassen. Also wir brauchen da nicht, die Aktualisierung erfolgt nicht im Sekundenintervall, sondern sie erfolgt eigentlich im Millisekundenintervall, dass wir dort sofort neue Werte sehen können. Und darüber können wir natürlich das Netzwerk prüfen. Wir können validieren, wie gut funktionieren eigentlich Algorithmen wie RM, AIM, SmartF, wie auch immer sie beim Hersteller heißen. Aber wir können sofort sehen, wie viele Access Points sind auf diesem Kanal. Ist der Kanal gut? Ist er vielleicht zu sehr ausgelastet von der Utilization? All diese Informationen haben wir sofort im Blick. Ich mache mal einen Bildschirm weiter. Spektrumanalyse und Connectivity. Connectivity ist natürlich eine super Möglichkeit, jetzt wirklich eine Endgeräte-Roaming-Analyse durchzuführen. Wir können ja heute schon Datenpakete sammeln, können uns das Roaming im WLAN selber angucken. All das sind aber Daten, die von einem anderen Gerät gemessen oder aufgenommen werden. Das heißt, wir haben nicht die RSSI-Werte. Wir müssen immer sehr viel reininterpretieren. Hier sind wir halt wirklich in der Lage, uns auf dem Endgerät selber das Roaming anzugucken. Wann sind wir von einem Access Point zum anderen gesprungen? Wie hat sich der Ping in dieser Zeit verhalten und bei welcher Signalstärke sind wir denn geroamt? Das heißt, das, was wir hier oben sehen, sind Live-Werte im ersten Bereich, mit welchem Access Point bin ich verbunden. Die Farbe selber spiegelt sich hier oben beim Ping auch wieder. Im zweiten Bereich, zu welchem Access Point könnten wir eigentlich als nächstes roamen? In dem Fall stand heute basierend auf dem RSSI-Wert. Und im unteren Bereich kann ich dann wirklich die Roaming-History sehen. Das sind dann keine Live-Werte mehr, sondern das ist ein Snapshot von dem Zeitpunkt, als ich geroamt bin. Das heißt, ich bin bei minus 70 dBm von dem 1E-Access-Point auf den 9E-Access-Point geroamt. All diese Informationen können wir live auf dem realen Endgerät sehen, in dem Fall getestet mit einem iPhone oder einem iPad. Spektrumanalyse auf der rechten Seite gibt uns im Endeffekt dann die Möglichkeit, auch Probleme im Spektrum selber zu analysieren. Das heißt, wir müssen Störquellen finden vor Ort, wollen aber nicht das Laptop irgendwie mit uns noch rumschleppen. Wir können einfach wirklich unser mobiles Gerät nehmen, also unser iPhone, iPad, und können uns direkt die Spektrumanalyse angucken und das Ganze parallel auf beiden Bändern, weil einfach die Geschwindigkeit und die Auflösung vom Sidekick, von dem Spektrumanalyser so hoch und schnell ist, dass wir uns wirklich gezielt beide Bänder parallel angucken können. In der Ansicht, wie wir sie rechts haben, sehen wir auch parallel wirklich beide Bänder. Wenn wir das iPhone dann um 90 Grad in den Landscape-Mode drehen, sehen wir die einzelnen Bänder. Das heißt, dann können wir uns nochmal detailliert mit einer etwas größeren Auflösung das 2,4 oder 5 GHz Band angucken. Und damit sind wir dann in der Lage, entsprechende Störquellen auch im WLAN zu identifizieren. Der Ping selber auf der linken Seite, die Frage kommt häufig noch, ist vielleicht wahrscheinlich auch schon im Q&A aufgetaucht, läuft standardgemäß Stand heute aufs Default Gateway. Wenn wir das Default Gateway nicht erreichen können, pingen wir Richtung Internet auf einen Google Server. Da sind wir im Endeffekt dann auch schon am Ende angekommen von der oder am Ende von dem, was das Tool Stand heute kann. Na, der Fokus liegt bei uns tatsächlich darauf, mobile Tools in den Markt zu bringen, zusammen mit unserem professionellen Messgerät. Na, das heißt, wir sind in der Lage, das Gerät, was wir dauerhaft mit uns tragen, zu nutzen, sprich unser Handy, unser iPhone, und haben ein sehr, sehr einfaches Interface. Und dieses Interface ermöglicht es, jedem, auch in Anführungsstrichen unqualifizierten Person, eine schnelle Analyse durchzuführen. Der Autotest, der innerhalb von wenigen Sekunden durchläuft, der zeigt mir viermal grün oder der zeigt mir was Rotes. Habe ich was Rotes, weiß ich habe einen Fehler. Ich nehme mal so als
gerne als Beispiel irgendwie das Thema Hotel. Klassischerweise im Hotel ist es eigentlich wichtig, dass das Zimmer sauber ist und dass das WLAN funktioniert. Das sind zumindest so bei mir die zwei ausschlaggebenden Kriterien, wenn ich geschäftlich unterwegs bin. Ist das Zimmer nicht sauber, rufe ich an der Rezeption an, das Zimmer wird gereinigt, erledigt. Funktioniert das WLAN nicht, rufe ich klassischerweise auch an der Rezeption an, beziehungsweise als Techniker weiß man dann schon, warum es nicht funktioniert. Und das Feedback ist in etwa das, dass man sagt, oh ja, tut uns leid, wir prüfen das mal. Jo, okay. Klassiker irgendwie so, wie starten Sie mal Ihr Endgerät durch, dann wird es bestimmt wieder funktionieren. Man hat das Gefühl, es ist eigentlich nichts passiert. Mit dem Analyzer bin ich in der Lage, jemanden vom Frontdesk hochzuschicken oder einen Techniker hochzuschicken und der kann sehr schnell im Zimmer angucken, funktioniert das WLAN wirklich nicht oder ist es eventuell ein Problem vom Endgerät. Ja, sehen wir viermal grün, kann er sein eigenes Endgerät nutzen, kann mal gucken, ob es funktioniert und kann den Hotelgast informieren, dass es irgendwie funktioniert. Vielleicht muss er doch nochmal mit seinem Gerät irgendwie testen, neu starten, ein anderes Gerät verwenden. Wenn er aber sieht, da ist etwas rot, kann er im Endeffekt wirklich dem Hotelbesucher sofort darlegen und sagen, ja, tut mir leid hier auf meinem Gerät, zeigt mir tatsächlich was Rotes an. Ich habe aber die Daten aufgenommen, ich kann ein Ticket aufmachen und dann kann derjenige mit etwas mehr Wissensstand, kann sich dann die Daten angucken, beziehungsweise kann die Daten mit einem Survey, IKO-Survey nochmal sammeln lassen vor Ort von dem Bereich, wo der Fehler auftritt, sodass der Hotelgast wirklich das Gefühl hat, es ist etwas passiert. Und der reale Network-Owner kann sehr schnell sein eigenes WLAN testen und kann auch im Falle von einer Inventur zum Beispiel vorab einfach mal sein Wi-Fi checken. Das Ganze mit einem standardisierten und akkuraten Messgerät, dem Sidekick. Und das heißt, auch wenn ich dann unterschiedliche Sidekicks im Einsatz habe oder die Kunden unterschiedliche Sidekicks verwenden, sind die Ergebnisse immer vergleichbar. Ich muss nicht mit dem Offset, den wir bei USB-Karten oder Endgeräten haben, Angst haben, dass das eine Gerät ist deutlich schlechter als das nächste anzeigt. Nein, wir haben ein akkurates Ergebnis. Einfache Clear Pass, Identifizierung rot-grün für jeden zu verstehen. Und ich bin natürlich als qualifizierter WLAN-Ingenieur in der Lage, wirklich sofort ein Troubleshooting in jeder Art von Location durchzuführen und die Netzwerk-Downtime zu minimieren, weil ich einfach direkt drauf gucken kann und sagen kann, wo kann der Fehler liegen. Das wäre es auch soweit erstmal von der Seite der Slides. Wir können jetzt mal Richtung Q&A rüberspringen. Ich weiß nicht, Christian, hast du den Überblick so ein bisschen? Wir haben schon zwischendurch, Mikko und ich, ein paar Fragen beantwortet. Das häufigste Thema ist Android, macOS oder Android. Mikko, what is your answer regarding the Android part? So the official statement is that currently we support only the iPads and the iPhones, but the Android version is coming definitely a bit later this year. When exactly are right now, I'm unavailable to say, but definitely this year. Okay, perfekt. So für die Kollegen, die nochmal schnell auf Deutsch gesagt, Android wird definitiv kommen. Der Plan ist, das Ganze auch noch dieses Jahr zu haben, aber es gibt kein Commitment für einen genauen Tag oder Monat. Timo, dann haben wir noch eine Frage. Ist der Echo Analyzer eine eigene App oder ist das in der bestehenden Connect-App vorhanden? Also Echo Analyzer ist eine eigene App. Wir haben jetzt zwei Apps im App Store. Einmal die Echo Analyzer und einmal die Echo Survey. Die kann ich beide separat auf einem Gerät installieren. Was ich zum Beispiel bei Kunden auch schon gemacht habe, ist, dass wir das ganze das iPhone sperren, dass wir nur einen Survey drauf haben im Single-App-Modus oder beide Applikationen, dass das Gerät wirklich am Lagerstandort oder in der Produktion liegt und wenn ein Problem ist, kann sich das jemand greifen. Es sind zwei getrennte Apps, sie sind aber Teil von dem Connect-Pack. Das heißt, ich muss mir die Apps nicht separat kaufen, sondern wenn ich eine Connect-Subscription habe, dann kann ich mir diese App direkt installieren, mich anmelden und loslegen. Dazu vielleicht noch gesagt, für diejenigen, die noch keine Connect-Subscription haben, wer heute noch einen aktiven Servicevertrag laufen hat und Connect jetzt kauft, der kriegt die Laufzeit des Servicevertrags kostenfrei auf Connect abgegradet. Das heißt, wenn ich noch ein Jahr Service heute habe, kaufe heute ein Jahr Connect, kann ich zwei Jahre Connect nutzen. Und da sind dann beide Apps mit enthalten.
Dann haben wir eine Frage, ist es möglich, einen Report aus den gesammelten Daten zu erhalten? Mikko, do you want to say something about reporting or should I say something? Sure, let me say something. Benhan, great question, first of all. Right at the moment, we don't save any data. It is not possible to report the data. But something like that is definitely needed, right? So we are going to be implementing a reporting capability. How do we actually do that? I would like to keep it for myself and within the team at the moment. We need to think about that kind of what would make sense. But something related to cloud eventually would make sense, right? Perfect. Also nochmal wieder schnell auf Deutsch zusammengefasst. Stand heute ist es wirklich Live-Ansicht, aber wir dokumentieren das Ergebnis noch nicht. Es soll und muss auf jeden Fall etwas kommen, das Ganze zu dokumentieren. Das heißt, die einzige Möglichkeit Stand jetzt ist tatsächlich einen Screenshot oder ein Video zu machen, wenn man wirklich die Daten aus der Analyzer-App machen möchte oder der klassische Workflow ist. Ich nutze einen Analyzer, gucke mir die Umgebung an, alles grün, alles gut. Ich habe einen nicht technisch versierten Mitarbeiter vor Ort, der sieht, irgendwas ist rot, dann ist er in der Lage, mit der Survey-App und dem Autopilot sehr einfach und sehr akkurate Daten aufzuzeichnen, die dann selbstverständlich standortbasiert geshared werden können und auch reported werden können. Wir haben noch eine Frage zum Thema Wi-Fi 6 und Sidekick. Ja, ja und nein. Also der Sidekick kann verwendet werden, um Wi-Fi 6, also 802.11ax, zu validieren und auch zu troubleshooten. Wir haben zwei AC-Karten verbaut, die können aber die Datenpakete, die wir benötigen, auswerten und analysieren. Das heißt, Troubleshooting und Validierung von Wi-Fi 6 ist möglich und auch das Simulieren ist möglich. Wenn man Datenpakete allerdings aus dem Bereich Wi-Fi 6 aufzeichnen möchte, also da, wo wirklich dann die Wi-Fi 6 Data Rates verwendet werden, das ist nicht möglich. Aber Roaming-Analyse und auch das ganze Thema Heatmapping, Signalstärke, SNA, Spektrum und all das, das ist ohne Probleme möglich. Haben wir noch weitere Fragen? Ich gucke gerade selber auch noch mal drauf. Ich sehe momentan keine. In additional respect, die Frage mit 802.11d, wenn da noch kurz ein bisschen was zu kommen kann, muss ich gerade passen, in welche Richtung die Frage geht. Das Thema Roaming selber. Mikko, do you want to say something? So with roaming, we show the next three roaming candidates. And the question is like a little bit, because it depends from OS to OS. Do you have some information about what is the strategy? Absolutely. I'll share. So the roaming candidate. So yes, we are very well aware of the how the iOS how the roaming logic works on iOS and iPads and Androids behave also very differently, as well as all the MacBooks and the Windows devices and so on. So it's a very device specific thing in the end, and like Ralph said. So on the connectivity view, the roaming candidates, that view is actually pretty simple. So the roaming candidates on that list, we saw just the three strongest access points, and we sort them by having the strongest one on top. In that sense, we don't kind of evaluate that what would be the exact access point the client would roam to. We just saw that these three access points on these particular locations are the most likely candidates based on the single strength. Okay, perfect. Wieder kurze deutsche Wiedergebung. Stand heute, ja, es ist eigentlich wahrscheinlich jedem bekannt, die
Der Roaming-Algorithmus ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich, von Firmware zu Firmware-Version unterschiedlich. Auf iOS-Geräten hat man dann noch was relativ Einheitliches im Bereich iOS. macOS roamt schon wieder komplett anders. Und bei Android entscheidet sich im Endeffekt jeder Hersteller für seinen eigenen Algorithmus. Das heißt, Stand heute haben wir da wirklich die Signalstärke nur hergezogen, wo wir sagen, okay, stärksten 3 APs, das werden sehr wahrscheinlich die Geräte sein, zu denen wir wechseln werden. Dann kam zwischendurch noch eine Frage, da ging es darum, Lizenzierung Connect. Alle unsere Lizenzen sind benutzerbezogen. Das heißt, wenn ich eine Lizenz habe, dann benötige ich diese Lizenz pro Benutzer. Sprich, ich habe 3 Engineers, das war, glaube ich, die Frage dort. Können sich 3 Engineers einen Sidekick und eine Lizenz teilen? Nein, jeder Engineer benötigt seine eigene Lizenz. Der Sidekick kann allerdings geteilt werden. Klassiker bei uns sind Kunden, die halt sagen, okay, wir haben 3 Leute, die machen dauerhaft Simulationen für Kunden und ab und an fährt mal einer raus zum Kunden selber und validiert das Netzwerk. Dafür braucht er dann einen Sidekick. Das sind Kunden, die haben dann 3 Lizenzen und einen Sidekick. Den teilen sie selber, wenn sie unterwegs sind, aber jede Person braucht seine eigene Lizenz. Wie wird der iPhone mit dem Sidekick verbunden? Relativ einfach. Beim iPhone haben wir hier den, ich sehe mein Kamerabild selber nicht, aber ich denke, das sollte man sehen können, den offiziellen Apple-Adapter, den wir selber verwenden. Das heißt, den USB auf Lightning-Adapter, nennt sich dann, glaube ich, Kamera-Kit, irgendwas in der Richtung. Und dann geht das Ganze mit dem USB-Kabel aufs Micro-USB. Es gibt aber auch die Variante, ich selber verwende meistens mein iPad Pro, das verfügt über USB-C. Das heißt, dafür haben wir USB-C-Kabel, die dann von USB-C auf den abgewinkelten Micro-USB-Anschluss gehen. Und den USB-C kann ich dann direkt mit meinem iPad verbinden. Okay, Thema 802.11d. Wir werten diese Informationen, die der Client oder die der Access Point heute aussendet, Stand heute noch nicht aus. Das heißt, wenn ich es richtig deute, wenn ich einen Client oder wenn ich einen Access Point auf den falschen Country Code setze, dann erlaubt dieser Client natürlich oder dieser Access Point unterstützt dann vielleicht alle falsche Kanäle, also sprich Kanäle, die in meinem Land nicht erlaubt sind, oder er unterstützt Kanäle, nicht, die in meinem Land erlaubt sind. Und das Ganze würde man dann wahrscheinlich gerne auswerten können. Wir haben, ich kann noch mal kurz mit dem Finger zeigen, und zwar steht hier drauf. Hier haben wir noch mal so ein paar Links zusammengefasst, und zwar ekh.uservoice.com beziehungsweise ekh.com/feedback. Das ist unser Feature Request Forum. Da arbeiten wir mit dem Product Team und mit den SEs aus den unterschiedlichen Regionen zusammen und versuchen Feedback von den Usern zu sammeln. Das heißt, in absehbarer Zeit soll in dem User Voice eigentlich auch der EKU Analyzer sein. Und das wäre ein Thema, was man da sehr gerne als Feature Request reinbringen kann. Wir haben auch mittlerweile sehr viele Feature Requests. Wir sind mit dem Analyzer wirklich an einem Startpunkt. Wir kriegen sehr viel gutes Feedback und es sind sehr viele Ideen auf der Roadmap, um das weiter nach vorne zu bringen. So, kann ich gleichzeitig abwechseln, iPad Air und iPhone nutzen. Mikko, ich kann mit einer Lizenz kann ich auf einem iPhone und auf einem iPad arbeiten. Die Frage, die gerade kam, ist, kann ich gleichzeitig bzw. abwechselnd ein iPad Air und ein iPhone verwenden mit einem Sidekick? Mit einem Sidekick kann ich natürlich nur ein Gerät gleichzeitig verwenden, aber ich kann auf meinem iPad die Survey-App laufen lassen mit einem Sidekick, beziehungsweise andersrum, auf meinem iPhone die Analyzer-App laufen lassen, mit dem Sidekick verbunden und sehe, ich habe ein Problem, dann starte ich auf meinem iPad die Survey-App und sammle diese Daten. Ist machbar. Es ist auch machbar, dass wenn der Akku von meinem iPad leer ist, ich dann auf mein iPhone rüberwechsle. Das Ganze ist auch kein Problem. Gleichzeitig Analyzer aufhaben und mein iPad verwenden, um Survey zu nutzen. Dafür bräuchte ich dann 2 Sidekicks. Und dann müsst ihr mal Mikko fragen. Mikko, if we having 2 Sidekicks, one connected to iPhone, one connected to my iPad, can I use on my iPhone the analyzer and on my iPad the survey app? Yes, you can.
Okay, perfekt. Also mit zwei Sidekicks könnte ich entsprechend das Ganze dann auch parallel nutzen. Also auf meinem iPhone die Analyzer-App und auf meinem iPad die Survey-App. Was haben wir noch? Achso, das haben wir. Upgrade von der Pro-Version auf Connect ist möglich. Die Pro-Version selber ist, wie gesagt, das ist unser EKH Pro, unsere Software auf Windows und macOS. Die verfügt über einen Support-Vertrag. Den Support-Vertrag kann ich jederzeit auf Connect upgraden. Es gibt die Möglichkeit tatsächlich, einen Support-Vertrag, wenn ich sage, ich habe noch ein Jahr Laufzeit, auf Connect abzugraden. Ist ein kleiner Euro-Betrag oder ein kleinerer Euro-Betrag, sagen wir es so rum. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das, was ich vorhin erwähnt habe, ich habe einen Support-Vertrag laufen, der geht noch ein Jahr. Ich kaufe heute ein weiteres Jahr Connect. Dann wird dieser erste Bereich von meinem laufenden Support-Vertrag, ob nun ein Monat, 20 Monate oder 30 Monate, automatisch auf Connect abgegradet for free. Und wenn der Zeitraum von dem Support-Vertrag abgelaufen ist, läuft dann meine Connect-Subscription weiter. Die App selber basiert nicht auf dem Sidekick. Also unsere Applikation klassischerweise auf Mac und Windows basieren auf einer Kombination aus der EKH-Seriennummer und der Sidekick-Seriennummer. Wenn ich mein EKH nur auf einem MacBook oder Windows-Gerät verwende, so wie bei mir, ich habe nur einen Mac Pro, den ich verwende, lizenziere ich meine Lizenz auf die interne Mac-Adresse. Dann brauche ich den Sidekick nicht, um auf meinem MacBook zu arbeiten. Auf den App-basierten Applikationen ist meine Lizenz an die Cloud gebunden. Das heißt, wir sind losgelöst von der Seriennummer vom Sidekick. Und damit kommt dann auch dieses Thema, wir können unser Sidekick teilen mit mehreren Personen, die eine eigene Lizenz haben, zum Tragen, ne, sodass ich auf meinem MacBook oder Windows-Gerät das Ganze auf die interne Mac-Adresse lizenziere. iPhone und iPad sind gegen die Cloud lizenziert, also brauche ich einen Sidekick nicht, um auf dem Pro zu arbeiten. Und wenn ich dann zum Kunden fahre, kann ich aus meinem Pool von 3 Sidekicks für 10 Engineers, die alle ihre eigene Lizenz haben, einfach mir einen Sidekick rausnehmen und kann den dann sowohl mit meinem Mac- oder Windows-Rechner als auch mit meinen Apps auf dem iPhone oder iPad verwenden. Wunderbar. Es gibt immer wieder die Frage, wenn ich es richtig sehe im Zoom-Chat, kleiner Hinweis bitte nochmal, am besten für Fragen tatsächlich das Q&A-Feld verwenden oder Frage und Antwort, F&A. Da haben wir es nämlich dann besser im Überblick, so ein bisschen, was beantwortet ist oder nicht. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, dann kam öfters die Frage, ob wir eine neue Sidekick-Version für Wi-Fi 6 rausbringen werden. Persönliche Aussage, für Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 6 oder 802.11 AX können wir alles, was wir machen müssen, können wir heute mit unserem Sidekick machen. Also ich sehe keinen Grund, eine neue Version des Sidekicks rauszubringen, nur um Wi-Fi 6 zu supporten. Denn da sind wir heute schon gut aufgestellt, was die Analyse, den Part Survey angeht und den Part Simulation. Timo, dann haben wir noch ein paar Fragen zum Webinar an sich. Wird es noch weitere deutsche Webinare geben? Ich denke mal schon, oder? Selbstverständlich. Also wir haben Stand heute noch 3 weitere Themen, die wir geplant haben. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das zeitlich unterbringen. Und wir sind natürlich auch immer interessiert, Gastspeaker reinzubringen. Das heißt, auch wenn da draußen Interesse besteht, dass jemand sagt, hey, hat er eigentlich ein spannendes Thema und wird sich da gerne mal mit uns drüber unterhalten oder das ganze Thema teilen. Oder er findet das Thema interessant, aber würde selber nicht gerne als Gastspeaker auftreten wollen. Gerne mir eine E-Mail zu schicken. Wir haben hier links mal die Kontaktdaten nochmal zusammengetragen. E-Mail-Adresse, Twitter-Account von jedem von uns, da auf Twitter ja doch irgendwie außerhalb von Deutschland sehr viel passiert. Also wir wollen definitiv weitere Webinars durchführen. Wir haben auch schon welche in der Pipeline zu unterschiedlichen Themen und wir sind auch auf der Suche nach entsprechenden Personen, die uns dabei unterstützen wollen, wenn das dann um spezielle Themen geht. Referenzmessung für Erfolg mit Sidekick und Referenz-AP.
gerne nochmal eine E-Mail zuschicken. Kann ich gerade nicht ganz so viel mit anfangen, weil AP und Referenz-AP, da geht es ja eigentlich dann eher darum, ums Thema EKO-Survey. Und ja, selbstverständlich, wenn ich einen AP on a Stick durchführe, sollte ich den passenden Access Point auch verwenden. Genau, also wenn ich auf einem Windows- oder Mac-Rechner arbeite, dann muss ich mein EKHO Pro nicht gegen den Sidekick lizenzieren. Dann kann ich meine interne WLAN-Karte verwenden. Relativ einfach, das Ganze umzustellen. Alle 180 Tage müsste ich eigentlich die Erlaubnis haben, meine MAC-Adresse oder mein Sidekick selber zu ändern. Das heißt, ja, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich arbeite eigentlich nur auf einem Windows-Rechner oder auf einem macOS-Rechner und ich muss immer meinen Sidekick verbunden haben. Einfach mal den Sidekick abziehen, Anwendung starten, dann kommt der Hinweis, hey, Lizenz ist nicht gültig, dann kann ich die Registrierung oder die Lizenzierung neu durchführen und wähle meine interne WLAN-Karte aus. Dann kann ich meine Software auch ohne Sidekick verwenden, wenn ich Simulation oder Reporting durchführe. Das ist überhaupt kein Problem. Oder einfach ein Ticket an unser Support-Team schicken und das beantragen. Das geht auch. Genau. Frage noch, ich würde auch behaupten, das ist wahrscheinlich dann die letzte Frage. Ansonsten, wenn noch was ist, im Nachgang gerne nochmal die E-Mail an uns schicken. Technisch geht es hier oben hin. Vertriebstechnisch geht es hier an den Kollegen. Und wenn es um Feature Requests geht, am besten das Ganze über unser User Voice einkippen. Hier unten sind nochmal Informationen zum Training. Da haben wir auch nochmal ein spezielles Webinar zum Thema Training tatsächlich geplant. Der Sidekick selber hat, ich glaube, plus 8 Stunden Battery-Laufzeit. Die Laufzeit von einem iPad oder einem iPhone liegt, glaube ich, auch bei über 8 Stunden. Das heißt, unser Sidekick, der zieht genau 0 Strom vom iPad oder vom iPhone oder vom macOS und Windows-Rechner, weil er seine eigene Batterie hat. Das heißt, ja, am Ende des Tages klassischerweise sagen wir, oder ich sage meistens, ich würde schon eine Pause machen nach 4 Stunden, um meine persönliche Batterie zu laden. Und wenn ich dann eine Steckdose irgendwo in der Nähe habe, dann schadet es nicht, das iPad nochmal zu laden, vorzugsweise das. Und im zweiten Schritt dann auch den Sidekick gerne nochmal zu laden. Ansonsten, ja, das Ganze wurde aufgezeichnet. Wir schicken nachträglich nochmal einen Link rum. Das Video wird auf YouTube zur Verfügung gestellt, da wo ihr auch alle unsere anderen Webinars, also die internationalen auf englischer Sprache, sehen könnt. Ich würde mich hiermit dann bedanken für die Zeit und die Fragen. Ich hoffe, das Ganze war sehr interaktiv für euch. Feedback gerne nochmal persönlich sonst an mich schicken, wenn es da noch Fragen, Anregungen gibt oder auch für zukünftige Webinare, Themenvorschläge oder wer gerne da mitwirken möchte, immer gerne eine E-Mail zu mir schicken. Super, vielen lieben Dank, Timo. Thank you, Mikko. Yeah, thank you, Mikko, for your time. No worries, thank you. Great questions, by the way.